es muss gar nicht formal organisiert werden, sondern die Jugendlichen werden ja in Raserei versetzt, in Panik. Man sagt denen implizit, was ihr hier macht, das ist nur Notwehr. Ja? Die Alten wollen ja euren Planeten zerstören und eure Zukunft zerstören. Das heißt, wenn man legitimiert damit also Notwehrhandlungen, schon mal implizit, ja, und die Jugendlichen könnten sich und sollen sich legitimiert fühlen, auch dann nicht nur in Demonstrationen gegen die kulturtragenden Schichten vorzugehen, sondern auch in Übergriffen. Es geht ein Ruck durchs Land, so möchte man denken. Junge YouTuber mit Millionen Publikum motivieren ihre Zuschauer, politisch aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen, zu wählen und vielleicht noch mehr zukünftig. Dass dabei die Meinung vertreten wird, dass es eben nur eine legitime Meinung geben kann, zu bestimmten Themen wie zum Beispiel dem Klimawandel und dem CO2-Ausstoß, das übersehen viele. Und insbesondere, dass so auch Kulturrevolutionen gestartet sind wie diejenige in China und andere sozialistische Experimente, das vergessen oder wissen die meisten überhaupt nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir heute besprechen werden. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. 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 Hier geht es nicht um verschiedene legitime politische Meinungen. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Verschiedene legitime politische Meinungen. Nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Ja, liebe Zuschauer, und das Video, was ihr gerade gesehen habt, das entstammt niemand anderem als dem Bestsellerautor und ja langjährigen Bestsellerautor, muss man sagen, Journalisten und generell bewanderten, interessanten Gesprächspartner Georg Wisniewski, den wir schon lange nicht auf dem Kanal hatten. Georg, wunderbar, dass wir heute über dein Video und über diese hochbrisante Thematik sprechen können. Herzlich willkommen. Freut mich auch, Hagen. Hallo. Ja, Georg, als ich das Video gesehen habe, hat mich das natürlich sofort motiviert, drüber mit dir zu sprechen, weil natürlich hatte ich das so am Rande, diese geschichtliche Thematik auch im Hinterkopf, aber als du das mit dem Video nochmal so plakativ und deutlich herausgekehrt hast, ist es mir natürlich auch wie Schuppen von den Augen gefallen, wie gefährlich diese Sache einfach ist. Man tut das gerne so ab und packt das so zur Seite und sagt, naja, die jungen Leute, die machen sowieso nichts, aber das haben sie vielleicht damals in China auch gesagt und wir wissen ja, was daraus geworden ist, Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Toten. Das ist eine hochbrisante Sache. Vielleicht kannst du für die Zuschauer das noch mal ein bisschen zusammenfassen, was diese Thematik eigentlich bedeutet und wo die geschichtlichen Parallelen sind. Ja, also mich hat das von Anfang an an die Kulturrevolution in China erinnert, also diese Jugendproteste. Erstmal der Auftritt von Greta. Also Greta hat ja eigentlich schon angefangen, die Alten zu entmachten. Sie hat einen unglaublich aggressiven, autoritären Ton gegenüber der älteren Generation angewendet. Ja, einen herrscherischen, befehlenden Ton, der eigentlich aus dem Munde von so einem Kind merkwürdig klingt. Dann hat sie auch die Schule geschwänzt, was auch sehr interessant ist. Darauf komme ich gleich. Und als nächstes hatten wir diese Fridays for Future-Bewegung, die im Gefolge Gretas also auch die Schule geschwänzt hat am Freitag, um für das Klima, also oder für die gegen die menschengemachte Klimakatastrophe, die sogenannte, zu demonstrieren. Und da habe ich schon in meinem Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2018 geschrieben. Und das hat mich gleich so ein bisschen an China erinnert, von 1966 bis 1976.
Da fand nämlich in China die große Kulturrevolution statt. Eine dieser Wahnsinnsoperationen, die Mao durchgeführt hat, der größte Massenmörder der Geschichte, eigentlich noch vor Hitler, der zig Millionen Menschen auf dem Gewissen hat mit seinen wahnsinnigen Aktionen in China. Und die letzte große wahnsinnige Aktion war diese Kulturrevolution. Und was hat er da gemacht? Er hat die Jugendlichen aufgehetzt gegen die Erwachsenen, gegen die Kulturträger, gegen die Intellektuellen, gegen die Lehrer. Und hat sie dazu gebracht, gegen diese Leute vorzugehen. Sie mussten auch nicht mehr zur Schule gehen, genauso wie Greta, sogar mit dem Segen der Bundeskanzlerin. Das ist zwar eine schwedische Staatsbürgerin, aber die Bundeskanzlerin hat das mehr oder weniger gebilligt, dass sie dafür der Schule fernbleibt und dass auch die Fridays for Future-Demonstranten der Schule fernbleiben. Also es sind alles maoistische Muster. Und was wir hier haben, ist nichts weiter als Maoismus und eine neue Kulturrevolution, dieselbe Operation auf deutschem Boden, außer Rand und Band geratene Jugendliche, halbgebildete oder viertelgebildete Jugendliche, die natürlich auch keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen. Und ich kann nur sagen, was sie da machen ist, sie starten eine zweite Kulturrevolution, die mit Protesten anfing, dann mit Übergriffen weiterging und schließlich mit Morden und Pogromen endete. Ich habe hier mal was mitgebracht, und zwar einen Artikel aus dem Spiegel von 1966, damit man sich das mal vorstellen kann, was da ablief. Ja. Und zwar, das ist der Spiegel, Moment, 48, 1966. Da steht also, die Gäste kamen ohne Gepäck. Sie brachen über das Nanfeng Hotel in Kanton herein, schwenkten rote Bücher, tobten durch die Zimmer und beschimpften die Hotelbediensteten. Dann klebten sie ein Plakat mit roten Schriftzeichen an den Eingang. Darauf stand: Das Nanfeng Hotel stinkt nach bürgerlichen Ideen. Wir fanden hier immer noch Leute mit dick gepuderten Gesichtern und öligen, halbstarken Haartrachten. Andere tragen ausländische Kleider und spitze Schuhe. Werft diesen Dreck binnen 48 Stunden hinaus. Also man merkt schon die radikale Sprache. Und dann, was besonders gut passt, ja, ist fast so eine Art Steckbrief auf unsere heutigen Jugendlichen. Die Nanfeng-Stürmer waren Teenager beiderlei Geschlechts aus der ersten Mittelschule der südchinesischen Millionenstadt. Sie nannten sich Satansschläger und zählten zu jenem 10 Millionen Heer jugendlicher Fanatiker, die seit 3 Monaten durch das riesige Reich der Mitte rasen, die nach ihrem eigenen Glaubensbekenntnis die alte Welt auf den Kopf stellen, sie in Stücke schlagen und ein Chaos stiften wollen. Je größer, je besser. Also diese Bekenntnisse sind im Moment nur indirekt vorhanden, indem man ja die Älteren, die Wissenschaftler, die Politiker verantwortlich macht für den sogenannten Klimawandel oder dass eben nichts dagegen unternommen wird. Ja. Aber ich denke, es wird so weitergehen. Am Ende werden ähnlich radikale Parolen und Maßnahmen stehen. Und wir haben die Verfolgung ja schon bereits erlebt. Wir haben den Fall Magnitz erlebt. So hieß er, glaube ich, diesen AfD-Mann in Bremen war das, denke ich. Und wir haben auch schon andere Übergriffe erlebt. Wir haben natürlich massenweise Übergriffe der Antifa auf andersdenkende Demonstranten. Und das alles wird sich ausweiten. Und diese Schüler werden immer mehr in Raserei verfallen. Und das hat man ja auch verlangt. Also Greta hat ja ganz klar gesagt, ich will, dass ihr in Panik geratet, zu allen, ja. Also sowohl gerichtet an die älteren Gesellschaftsmitglieder als auch an die Jungen. Und was heißt denn das, wenn ich das mal übersetze? Du sollst in Panik geraten. Das heißt, psychologisch betrachtet, du sollst nicht denken. Denn wer in Panik ist, kann nicht denken. Und das ist genau der Zustand, den hier unsere führenden gesellschaftlichen Kräfte wollen, wie beispielsweise die Grünen und andere. Jetzt sprichst du auch gerade von der, sag mal, Scharfmachung der Jugend. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Punkt. Für mich ist vielleicht auch ein Stück weit die Frage, wobei auch gerade dieses in Panik geraten oder in Panik verfallen, hatte Oliver Janich auch im kürzlichen Video drin, was wir vielleicht auch mit dir empfehlen, zu diesem Thema, was ja auch Strategiepapieren deckt, entspricht oder entspringt, wo man auch sagen muss, auch diese Kulturrevolution ist ja nicht direkt in China entstanden, muss man sagen, zumindest
wenn man vom Kopf die ganze Sache ausgeht. Vielleicht kannst du mal kurz was zu Mao sagen, dass die Leute sich vorstellen können, weil es wird ja immer wieder geredet von, ach ja, das sind alles Graswurzelbewegungen und die kommen von unten. Und es gibt im Amerikanischen diesen Begriff AstroTurf, was ein Kunstrasen ist. Deswegen sage ich in Deutsch immer Kunstrasenbewegung. Das heißt, eine Bewegung, die so aussieht, als sei sie von unten, käme vom Volk, in Wirklichkeit aber komplett geplant ist. Wie sieht das mit Mao aus? Ja, wir haben hier bei uns, hat ja Oliver Janich auch ein Papier aufgedeckt aus einem Think Tank oder einer Stiftung, wo also ein klares Strategiepapier vorliegt zur Anfachung solcher Proteste und wo auch drin steht, man soll also die Gesellschaft in einen Emergency Mode versetzen, in einen Panikmodus, frei übersetzt, ja. Und auch Mao war also kein Zufallsprodukt und ist auch nicht auf chinesischer Muttererde sozusagen ideologisch entstanden, sondern war ein Produkt der Amerikaner, und zwar der Yale-Universität. Was nur wenige wissen, ist, dass niemand anderer als die Yale-Universität, also die berühmte Skull-and-Bones-Universität, Mao hochgepäppelt hat, ja. Und zwar hatte die Yale-Universität eine Organisation in China, die nannte sich Yale in China. Nebenbei bemerkt, diese Universität Yale wurde nach einem alten Drogenhändler benannt, aber das nur so mal am Rande, um das Milieu abzustecken. Ja. Und diese Yale-Universität hatte also eine Organisation in China gegründet, Yale in China, und hat damit versucht, die chinesische Gesellschaft zu steuern. Und ihr oberstes Werkzeug, das war Mao Zedong. Den haben sie unterstützt und hochgepäppelt. Und der Sinn der Sache war der, dass Mao dann über die chinesische Gesellschaft sozusagen wahnsinnige Maßnahmen verhängen sollte, um diese chinesische Gesellschaft und Wirtschaft zurückzuwerfen. Man hat schon damals Angst gehabt vor dem chinesischen Rivalen und hat versucht, ihm hier mit einem Agenten Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ja. Also Mao, ich lese hier nur mal vor aus meinem Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2018. Das ist die Nummer vorher, jetzt haben wir ja 2019. Mao war ein Günstling des amerikanischen Establishments. Die nach einem Opiumhändler benannte Universität Yale hatte in China eine Reihe von Schulen und Krankenhäusern gegründet, besser bekannt als Yale in China. Dieses wohltätige Netzwerk war allerdings gar nicht so wohltätig, wie es aussah, sondern hatte etwas gegen die chinesische Entwicklung. Es wurde gezeigt, dass Yale in China ein Agentennetzwerk war, dessen Ziel es war, im Auftrag des angloamerikanischen Establishments die republikanische Bewegung von Sun Yat-sen zu zerstören, ein Mao-Rivale und ein Demokrat, ein Republikaner, das wollte man überhaupt nicht. Das angloamerikanische Establishment hasste Sun Yat-sen, weil er China entwickeln wollte, ganz klar. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland ein großer wirtschaftlicher Konkurrent ist, der Angloamerikaner, aber auch anderer Industrienationen. Ja. Auf der anderen Seite liebten sie die chinesischen Kommunisten, weil sie beabsichtigten, China rückständig zu halten und sich der Produktion von Drogen verpflichtet hatten. Ja. Und in dieser Tradition, also so haben sie Mao gefördert und an die Spitze gebracht. Und er hat dann also über China absolut irrsinnige Maßnahmen verhängt. Die letzte war diese Kulturrevolution, wo eigentlich die gesamten chinesischen Bildungsschichten abgeräumt wurden. Und zwar also mindestens mal aus den Ämtern geworfen, wenn nicht umgebracht wurden. Und darum geht es ja hier auch. Man merkt ja schon den Konflikt und die Wut auf die alten weißen Männer. Das ist nichts anderes. Die alten weißen Männer sind ja die Kulturträger und die Bildungsträger hierzulande. Ja. Und die möchte man entmachten. Und der Tonfall von Leuten wie Greta, aber auch Antifas oder aber auch von manchen Grünen, ist ja eindeutig maoistisch. Und die Handlungen sind auch maoistisch. Das Konzept ist maoistisch. Also kurz und gut, wir haben einfach dieselbe Operation vor uns, dasselbe Handlungsmuster, dieselbe Blaupause wie bei der chinesischen Kulturrevolution. Und da wird es auch hinlaufen. Für mich gleich mal die Frage, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass es in China mit dieser satanistischen Jugendgang sozusagen zumindest gestartet wurde, dass der Initialfunken vielleicht dort auch als Vorbild für die anderen Jugendlichen dort gesetzt wurde. Und jetzt wäre für mich die Frage,
gerade für die Zuschauer, um, damit sie auch selber identifizieren können, wann so etwas hier konkret versucht wird. Ich meine, wir haben jetzt hier die Antifa, aber da die vernünftigen Leute, die sagen eher, okay, ja, diese Spinner und so weiter. Denkst du, dass hier genau das Gleiche in dem Sinne versucht würde, dass man vielleicht sagt, man hat noch eine extremere Form von Antifa oder so eine Antifa-Gruppe, Elite-Truppe, wenn man davon dort überhaupt sprechen kann, die sich dann quasi noch mehr trauen, noch aggressiver sind, sich vielleicht dann versuchen mit Morden zu brüsten, um dann eben diesen Initialfunken ins Feuer zu werfen oder ins Pulverfass? Ja, ich weiß nicht, ob man regelrecht eine Gruppe organisieren wird im Sinne von einer formalen Organisation, wie beispielsweise Hitlers Schlägertruppe SA. Ja, es wäre natürlich auch denkbar, aber es muss gar nicht formal organisiert werden, sondern die Jugendlichen werden ja in Raserei versetzt, in Panik. Man sagt denen implizit, was ihr hier macht, das ist nur Notwehr. Ja, die Alten wollen ja euren Planeten zerstören und eure Zukunft zerstören. Das heißt, man legitimiert damit also Notwehrhandlungen schon mal implizit, ja. Und die Jugendlichen könnten sich und sollen sich legitimiert fühlen, auch dann nicht nur in Demonstrationen gegen die kulturtragenden Schichten vorzugehen, sondern auch in Übergriffen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich kürzlich gelesen, irgendwo in Deutschland hatten sich die Fridays for Future Demonstranten schon vorgenommen, jetzt also, wenn sie durch die Innenstadt laufen, nicht nur zu demonstrieren, sondern auch mal Geschäftsleute zu konfrontieren, ja. Mhm. Also in die Läden zu gehen und die zu fragen, was sie gegen den Klimawandel tun, ja. Das ist einfach Belästigung von Geschäftsleuten hier geplant. Und die sollen also hier schon mal ins Gebet genommen werden. Das kennen wir alles, diese Inquisition von kommunistischen Veranstaltungen, von kommunistischen Staaten, ja. Und dabei wird es nicht bleiben, sondern ich prognostiziere, dass unsere Geschäftsleute, aber auch viele, viele andere, schon bald mit Stöcken aus ihren Läden getrieben werden, aus ihren Büros, aus den Universitäten. Ja. Und da soll das nämlich hinlaufen. Der Fingerabdruck der Leute, die die Kulturrevolution veranstaltet haben, ist hier deutlich erkennbar. Mhm. Spannend. Und wo wir gerade bei diesem Fingerabdruck sind, möchte ich mal überschwenken zu dem Rezo-Video, beziehungsweise den Rezo-Videos. Aber das, was du gerade verwendet hast, das ist ja auch, sag mal, eine sehr deutliche Ansage. Da hat man wieder viele von diesen Influencern, wie man heute sagt, Beeinflussern auf Deutsch, die hier sich zusammengetan haben, ein Skript vorgelesen haben und so weiter und so fort. Und ich musste dann denken, verzeih mir, wenn ich es gerade zitieren muss, aber das alte DDR-Lied, ne? Die Partei, die hat immer Recht. Mhm. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Ne, das heißt, dieser Gedanke, immer Recht zu haben dort, weil wir kämpfen ja für das Richtige, wir kämpfen ja für das Gute, wir kämpfen ja aus Notwehr gegen die Bösen, gegen die anderen, obwohl wir eigentlich im Hintergrund das Interesse des Establishments vorantreiben. Siehst du im Prinzip dort die exakte Parallele, die ich hier versuche darzustellen, oder bin ich da zu weit weg? Nee, das sind ja alles kommunistische und maoistische und totalitäre Muster, ja. Auch die Vorstellung, immer Recht zu haben, ist ja totalitär vom Feinsten. Und hochgefährlich, denn wenn man sich mal das vorstellt, ich behaupte von mir, ich bin quasi unfehlbar, dann darf ich mir ja eigentlich alles erlauben, weil ich kann ja alles rechtfertigen und ich werde schon irgendwo Recht haben. Oder die Partei, die mich führt, zum Beispiel die Grünen, könnte ich mir da gut vorstellen, ja, dass die so eine Ökodiktatur errichten, haben sie ja schon zum Teil getan und geschafft. Ja. Und deswegen sind das natürlich Parallelen, das ist ja alles eine Umwelt, ein Stallgeruch, ein Konzept der Kommunismus. Die DDR, die Sowjetunion waren Spielarten oder Erscheinungsformen des Kommunismus, aber natürlich auch das maoistische China. Ja? Und deswegen ist das alles sehr verwandt. Was sagst du denn dazu, gerade diese Zusammenhänge, die verschiedene Leute auch aufgedeckt haben, jetzt zum Beispiel zu Ströer, zu diesem riesigen Außenwerbungsunternehmen, was natürlich immer auch die staatlichen Lizenzen braucht, um dort Außenwerbung schalten zu können und vor allem diese, naja, Monopol ist es nicht, aber ein Oligopol, als Oligopol dort agieren zu können, diese Verbandelung mit diesen YouTubern, die eben als Graswurzelbewegungen von unten kamen. Ich meine, ist das zu offensichtlich für uns, dass wir denken, alle anderen müssten das auch so sehen? Oder ist es heute vielleicht leichter, das zu durchschauen, sodass man es zumindest leichter beweisen kann, wenn die Leute denn offen sind, zuzuhören?
Ja, wenn Sie offen sind zuzuhören, ne? Die Frage ist ja, ich habe ja von der Panik gesprochen und dem Abschalten des Denkens durch die geforderte Panik, durch die offiziell geforderte Panik und offiziell initiierte Panik. Also wenn wir da noch mit Informationen durchdringen können, versuchen müssen wir es auf jeden Fall. Ja, Ströer ist also, wie du schon sagtest, glaube ich, ein großes Außenwerbeunternehmen, also sprich verwaltet zigtausende Plakatwände in der Bundesrepublik. Und ein ganz wichtiger Brennpunkt sind natürlich Bahnhöfe, die dem Staat gehören oder einem staatlichen Unternehmen, nämlich der Deutschen Bahn. Ja, das heißt, Ströer ist also naturgemäß mit dem Staat verbandelt. Und Ströer ist mir schon bekannt geworden als absolut antidemokratisches Unternehmen, indem sie sich also geweigert haben, Plakate des Kopfverlages aufzuhängen. Und da sieht man also schon, wo die Richtung, wo die Reise hingeht, ja, nämlich in Richtung Antidemokratie, Diktatur, Stalinismus. Und hier ist es ja so, dass hier Zusammenhänge eben aufgedeckt wurden zwischen diesem fabelhaften YouTuber Rezo und Ströer, der also mit einem YouTuber-Netzwerk zusammenarbeitet, das wiederum mit Ströer zusammenarbeitet. Also wir haben hier auch kein Graswurzelunternehmen, sondern wir haben nur die alten Mächte, die vielen ja verhassten Mainstream-Medien in neuer Verkleidung. Die Mainstream-Medien erscheinen einfach als Chamäleon, das uns plötzlich als der kleine YouTuber von nebenan entgegentritt, ey, und so, ja. Und jetzt hört mir mal zu, Leute, ey, ja. Ich bin doch einer von euch, einen Scheiß, ja. Sondern dieser Rezo arbeitet mit riesigen Propagandakonglomeraten zusammen. Und ja, und was haben wir denn da für einen Satz gehört von ihm in seinem Video? Das hat mich halt gerissen. Da hat er die Maske fallen gelassen. Sein ganzes Netzwerk hat die Maske fallen gelassen. Im Prinzip auch die Fridays for Future-Bewegung hat die Maske fallen gelassen. Mit dem Satz, es geht hier nicht um verschiedene politische Meinungen. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Boing. Mao. Anderen Namen möchte ich jetzt hier gar nicht nennen. Ja. Mao war der größte Massenmörder der Geschichte. Und wenn wir in einem Staat ankommen, in dem es nur noch eine legitime Einstellung gibt, dann sind wir in höchster Gefahr. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir was dagegen unternehmen. Und vor allen Dingen ist es so, dass dieser Herr Rezo aus meiner persönlichen Sicht, in meiner persönlichen Meinung, sich damit eindeutig als Verfassungsfeind dargestellt hat. Ja, ich finde es auch spannend, das sollte man vielleicht nochmal beleuchten, auch das Umfeld, von dem aus die jungen Menschen dort bestrahlt werden. Also das heißt, wir haben jetzt quasi, wie du schon gesagt hast, diese YouTuber in diesem Video lassen die Maske gemeinsam fallen, weil sie alle für diese Botschaft stehen. Und da ist keiner, hat irgendwie mal mit der Wimper gezuckt, dort mit für einzustehen oder sogar zu sagen. Ich glaube, ein anderer YouTuber sagt es ja auch mit, dass es nur eine legitime Meinung gibt. Und alle lesen sich das Skript so durch und denken, oh ja, eine legitime Meinung, das ist genau super. Das sage ich jetzt im Video entweder selber oder ich lasse es zumindest so stehen. Dann haben wir aber auch noch andere Leute, wie zum Beispiel, das hatte Oliver Janich auch in seinem Video mit drin, wie bei Terra X zum Beispiel Harald Lesch, ne, der genauso im Prinzip argumentiert und genauso dieses diese herabschauende, arrogante, jeder, der das anders sieht, ist ein Volldepp, ist ein Antiwissenschaftler, ist ein was weiß ich. Da haben wir dieses Arrogante, noch nicht so autoritär, aber Arrogante. Und dann natürlich auf der anderen Seite, wie diese Mai Nguyen, wie auch immer die heißt, Kim, genau, die auch wieder eine hochdotierte, preisgekrönte Journalistin natürlich, wir wissen, wie es ist, die jetzt eben daherkommt und sagt, ach ja, na, eigentlich hat dieser Rezo recht, ne? Also wo wieder im Hintergrund, man sieht, das kommt eigentlich alles zusammen, wenn man nur mal drüber nachdenkt. Und heute sind ja die Netzwerke so offensichtlich sichtbar, wenn man es einfach nur recherchiert. Aber da kommt so von verschiedenen Seiten, da sagt der eine, hey, ja, ich habe hier, es gibt nur eine legitime Meinung. Und sagt der andere von da drüben, ja, eigentlich hat er recht, es gibt nur eine legitime Meinung. Dann sagt die nächste wieder, ach ja, genau, es gibt nur eine legitime Meinung. Und dann, wenn man nach hinten guckt, gibt es so einen Puppenspieler unten drunter, der alle drei Püppchen quasi gesteuert hat. Ne? Das wirkt jetzt so völlig übertrieben, so wie, ne, Verschwörungstheoretiker, aber die Netzwerke sind ja da, wir müssen es ja nur nachverfolgen, es ist ja sowas von nachweisbar, eindeutig und sie verbergen es nicht mehr, oder? Also ich denke mal, wir, sage ich jetzt mal allgemein, insbesondere Oliver Janich, hat das ja ganz klar nachgewiesen, wie das alles zusammenhängt.
Und wer da diese Informationen haben möchte, wer also noch nicht zu sehr in Panik verfallen ist, um nicht mehr denken zu können, der kann sich ja mal diese Videos anschauen. Da wird da alles gesagt. Und zu den Preisen von dieser Dame möchte ich nur sagen, also das betrachte ich mit größter Skepsis, denn wir wissen ja, dass auch der Spiegel-Vorzeigereporter Relotius mit Preisen nur so überhäuft worden war, ja, die er anschließend dann alle zurückgeben durfte, nachdem seine ganzen Schwindeleien aufgedeckt worden waren. Womit ich nicht behaupten will, dass diese MyLab oder wie die heißt, keine Ahnung, dass die also bewusst lügt oder schwindelt oder so, ja. Ich sage nur, ich betrachte solche mit Preisen überhäufte Leute mit Skepsis, weil die Preise kommen ja auch vom Establishment, die kommen von ganz oben, die kommen oft vom Staat, wie es in diesem Fall genau ist, weiß ich nicht, ich habe mir die Liste nicht angeschaut, nur die Länge, ja. Mhm. Und das heißt, Journalisten, die mit Preisen überhäuft werden, Medienmacher, die mit Preisen überhäuft sind, sind zurzeit jedenfalls mit größter Skepsis zu betrachten. Ich denke auch gerade, weil du sagst zurzeit. Zurzeit ist das absolut richtige Stichwort dort, weil gerade haben wir so, wir merken das ja, gerade haben wir so ein Milieu, wo vom regierenden Establishment keine Gegenmeinung zugelassen wird, wo im Prinzip jeder rausgekickt wird, hochkantig, er verklagt wird, auch gerade wenn er nur die Wahrheit berichtet oder mal eine andere Meinung hat. Und jeder, der dort von so einem System und in so einem System immer wieder mit Preisen überschüttet wird, kann quasi nur ein, man möchte jetzt Scherge sagen, ich bleibe mal bei diesem Wort des Systems sein, weil das System von sich selber ja ganz deutlich zeigt, wir machen es nicht anders, es gibt keine anderen Möglichkeiten, was wir hier zulassen. Gerhard, an dich die Frage, wie können wir denn vielleicht, ich sag mal, neben der Aufklärung, wir kommen gleich noch zu deinen Büchern, wir haben jetzt Oliver Janich gelobt, aber du hast ja auch schon aus deinem 2018er Buch vorgelesen, vorher vielleicht noch, wie können wir denn dem Ganzen entgegenwirken? Naja, das ist natürlich ganz klar. Wir müssen aufklären, wir müssen so weitermachen, unsere Videos produzieren. Ich hatte auch das Gefühl, nach dieser Rezo-Sache, davon wurde die ganze Szene völlig überrumpelt. Also nicht nur die Berliner Parteien, vielleicht mit Ausnahme der Grünen, sondern eben auch die YouTube-Szene, die alternative Medienszene. Wir müssen natürlich aufklären und wir müssen auch unsere Medien entwickeln. Also ich habe das jetzt an meinem Video eigentlich sehr stark gemerkt, wie das wirkte im Vergleich zu anderen Videos, wo ich argumentiert habe sehr stark, ja. Und da ist man ja schon in Gefahr, dass einem die Jugendlichen gar nicht mehr folgen können und auch nicht wollen, weil man ist ja ein alter, weiser Mann vielleicht, ja. Schrecklich, ja. Und dass man sehr stark, ja, ich würde fast sagen, wir sind schon so weit, dass wir darüber nachdenken müssen, über den Satz Bilder statt Bildung, weil ich weiß nicht, was bei vielen Jugendlichen sonst noch zieht, ja, außer Bildern und Symbolen und solchen Dingen und Phrasen, dem allen rennen sie nämlich hinterher wie wahnsinnig, ja. Wenn man mal einen Jugendlichen aus dieser Fridays for Future Demonstration rausgreifen würde und ihn fragen würde, erklär mir mal, wie der menschengemachte Klimawandel, wie der Mechanismus genau funktioniert, dann wird der wahrscheinlich passen müssen und sagen, das haben aber Wissenschaftler behauptet. Ja? Man findet für jeden Dreck einen käuflichen Wissenschaftler. Mhm. Die ganze Welt ist voll von käuflichen Wissenschaftlern, von voreingenommenen Wissenschaftlern. Die meisten Wissenschaftler leben vom Staat, von sonst niemandem, weil sie nämlich in Universitäten sitzen. Ja? Und da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen von sehr mutigen Leuten, die dann trotzdem sich den Mund nicht verbieten lassen. Und es ist eine Schande für die Jugendlichen, dass sie solchen Leuten überhaupt hinterherrennen, auch diesen Leschs und diesen ganzen Systemclown, das nehme ich natürlich zurück, ja. Aber das ist eine Schande, eine intellektuelle Schande, solchen Leuten hinterherzurennen. Ich will aber auf der anderen Seite auch hinzufügen, dass man, glaube ich, auch gar nicht in diese Falle verfallen darf, wiederum jetzt die Jugend so abzuschreiben. Also für mich ist nämlich gerade das auch ein Trick, den sie damit versuchen. Ich werde jetzt am Montag wahrscheinlich, also wenn unser Video jetzt rauskommt, ist das schon draußen, also jetzt am vergangenen Montag dann ein Video dazu rausgebracht haben, dass die Grünen, dass diese Erstwähler,
dieses Erstwählerwahlergebnis, dass es eigentlich gar nicht so repräsentativ ist, wie uns das immer verkauft wird. Das ist ja auch kein Wahlergebnis, weil die Wahlen sind geheim. Das hat ja niemand auf dem Schirm, sondern es wird immer so behauptet, als sei das mal nebenbei noch eine Statistik, die bei der Wahl mit festgestellt wurde. Nee, nee, das muss mit Exit-Polls gemacht worden sein. Und da zeige ich auch, wie stark die Ungenauigkeit, die Unschärfe bei so einem Exit-Poll überhaupt wirken kann. Das heißt, wir können es hier statt der 33% Jugendlicher, die dort angeblich so gewählt haben, vielleicht sogar davon ausgehen, dass es auch in die älteren Schichten mit reinwirkt. Und ich sehe da auch gerade diese, man sieht es häufig in solchen Straßenvideos von solchen Mit-50ern oder sogar, die keine Kinder bekommen haben, die völlig ungebildet sind und die dann die Kinder aber rundschreien, ey, du Nazi und CO2 zu giftig für Zyankali und was weiß ich alles. Also ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht die Jugend nicht aufzugeben. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass viele Erwachsene ja auch noch eine fatale Rolle spielen. Also wenn ich mir das mal anschaue, welche Auftritte seitens dieses Görs Greta geduldet wurden von Erwachsenen, dann sehe ich darin eine komplette Kapitulation bereits. Ja? Und wenn wir jetzt mal in dem Rahmen oder in dem Konzept dieser Kulturrevolution bleiben, was ja nichts anderes war als ein Bürgerkrieg oder Bürgerpogrom sozusagen, ja, dann ist das eine Kapitulation bereits, dass man also die Waffen streckt, dass man sagt, ja, ihr habt ja so recht und wir haben eure Zukunft verspielt. Und manche sagen auch, ja gut, dass ihr auf die Straße geht und ähnlichen Irrsinn. Früher hätte man gesagt, ein paar hinter die Ohren und in die Schule, aber zackig, ja. Und zwar so, dass sie überhaupt verstehen, wovon sie eigentlich reden von CO2. CO2 ist die Nahrungsgrundlage allen Lebens auf der Erde. Also was Wahnsinnigeres als gegen CO2 zu demonstrieren, kann man sich gar nicht vorstellen. Der Witz wäre, wenn wir noch einen deutlich höheren CO2-Anteil in der Atmosphäre hätten, wäre das Welthungerproblem gelöst, weil nämlich CO2 wie ein Dünger auf Pflanzen wirkt. Das ist ihr Hauptnahrungsmittel oder mit ihr Hauptnahrungsmittel. Und wir täglich, also der politisch bewegte Grüne, was macht der morgens? Der isst CO2, ein CO2-Produkt, nämlich sein Müsli. Ja? Also Leute, ich kann nur sagen, ab in die Schule und auch die Lehrer ab in die Schule und auch die Kultusminister ab an ihren Arbeitsplatz und die Hausaufgaben machen und vor allen Dingen die Lehrpläne wieder herrichten, die sie seit Jahren zerstört haben. Die Jugendlichen können ja auch nichts dafür. Sie sind beeinflussbar und sie bekommen die Bildung nicht mehr, die sie haben müssten. Mhm. Ja, Gerhard, und das ist auch ein gutes Stichwort, weil du sagst CO2. Ich sag mal so, die Geschichte, so sagt man, geht ja immer in Spiralen aufwärts. Und ich denke mal, wenn wir noch so einen, wenn wir den Versuch jetzt überleben und dann irgendwann in der Zukunft nochmal so ein Versuch genau dieser Leute kommt, wieder mit einer Kulturrevolution die Gesellschaft zu übernehmen, wird es wahrscheinlich gegen das Wasser gehen dann. H2O ist dann der große Feind, den man versucht, von dieser Erde zu verbieten. Ich denke, das wird dann der letzte Versuch dessen sein. Gerhard, wir haben jetzt ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Wo können Zuschauer vielleicht auch, um deine Bücher nochmal zu erwähnen und auch deine Arbeit zu erwähnen. Wo können deine Zuschauer dich und wo können deine Zuschauer deine Bücher finden? Ja, also meine Bücher findet man eigentlich in jeder guten Buchhandlung, wobei die Kulturrevolution auch da schon angekommen ist. Zum Beispiel bei der Buchhandelskette Thalia, die also Kopfbücher boykottiert. Und dazu müsste man auch Geschichtsunterricht gehabt haben, dass also das Erste, was solche Diktaturen tun, darin besteht, Bücher anzutasten, zu verbieten, auszugrenzen, auszumustern. Ja, das ist das. Und ansonsten arbeite ich natürlich an meinen Jahrbüchern. Das ist das, aus dem ich zitiert habe, die Ausgabe 2018 mit dem Kapitel über Merkel und Mao. Das Spannende ist nämlich, dass es auch Parallelen zwischen Merkel und Mao gibt, und zwar die, dass auch Merkel vollkommen irrsinnige Politiken betreibt, wie Deutschlands Energieversorgung zu sabotieren. Ähnliches hat Mao auch gemacht, und da ist also so ein Vergleich drin. Die aktuelle Ausgabe ist die 2019, die jetzt in den Buchhandlungen ist, und ich arbeite jetzt natürlich weiter an der Ausgabe für das Jahr 2020, beziehungsweise der Inhalt ist das Jahr 2019. Es wird immer nur nach dem Erscheinungsjahr benannt. Ich denke, am besten gehen die Zuschauer auch über deine Website, gerhardwisniewski.ch, richtig? Richtig. Schweiz, genau. Nur wisniewski.ch.
nur wisniewski.ch und natürlich YouTube, Gerhard Wisniewski, einfach eingeben. Jetzt findet man ihn noch, deswegen sucht schnell auf YouTube. Man weiß nicht, ob er dann aus der Suche getilgt wird. Das habe ich auch bei anderen YouTubern schon gesehen. Das sind sehr verrückte Sachen. Kanal auf jeden Fall, der sich lohnt, auch zu abonnieren. Gerhard, ich denke mal, damit sind wir am Ende des Gesprächs. War wunderbar, auch das mal zu beleuchten, obwohl es natürlich ein schwieriges Thema ist. Aber ich denke, wir können nicht genug davor warnen und das auch in die Aufmerksamkeit der Köpfe bringen. Schlusswort für dich. Ja, vielen Dank, Hagen. Also es freut mich, dass wir da jetzt auch uns so vernetzen alle und dass wir auch diese Perspektive gewonnen haben, weil es ist eine geschichtliche Perspektive. Es fällt nicht vom Himmel. Es ist keine Graswurzelbewegung. Niemand hatte mal so eine Idee. Es gibt keine YouTuber, die mal so eine Idee haben und dann 14 Millionen Klicks bekommen. Das kann man vergessen. Ja, so funktioniert das hier nicht in diesem Staat. Und das freut mich, dass wir diese Perspektive gewonnen haben. Auch die geschichtliche Perspektive ist unglaublich wichtig, weil wir haben hier diese maoistische Blaupause vor uns, die für uns alle lebensgefährlich werden kann, die den Staat zum Zusammenbruch bringen kann. Und das sind nur die Anfänge. Es besteht die Gefahr, dass sich das sehr bald steigert. Und wie der Spruch geht, wer aus der Geschichte nicht lernt, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wunderbar, dass wir das auch mal aufgedeckt haben. Gerhard Wisniewski, vielen Dank fürs Gespräch und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, Hagen, auch für das Gespräch. Alles Gute, bis bald. Tschüss.